Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt das Update für den Januar schon. Und ja, am Anfang wollte ich noch kurz was zeigen. Und zwar, wie man hier schon sehen kann, ist mein Dakimakura endlich angekommen. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich hatte schon das Kissen, aber der Überzug hatte noch auf sich warten lassen und jetzt ist er da. Und ja, es ist von dem Anime Orenchi no Furuchijo, glaube ich. Ich kann es nicht ganz aussprechen und so. Aber ja, halt dieser Anime ist relativ kurz, hat 12 Folgen und die gehen halt nur so immer 3 Minuten. Sind halt so Kurzepisoden, aber ich finde den richtig cool und ich fand einfach das Motiv so schön. So, Moment, ich drehe es dann noch auf die Rückseite. So, auf der anderen Seite ist dann er hier noch drauf und ja, ich mache es doch einfach wegen, ich mag halt generell mehr Jungfrauen, mehr Männer, finde ich voll cool und ja, ich fand es voll schön und es hat auch so ein bisschen so ein Weihnachtsmotiv, also hier sieht man ja diese Mütze und so und ja, Weihnachtszeit ist halt auch so die Zeit, in der ich Geburtstag habe. Deswegen fand ich es auch noch ganz schön. Und ja, ich bin froh, endlich einen Dakimakura zu haben. So, so viel dazu. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal mit dem Update an. An sich ist es nicht so viel geworden von den Mangas her. Aber was so andere Sachen angeht, ist es wieder ein bisschen, ja, über die Stränge geschlagen, sag ich mal. Aber ja, dazu später. Ja, diesmal habe ich auch von vielen verschiedenen Verlegen noch. Und zwar fange ich dann einfach mal an mit Planet. Da sind zwei neue Sachen dazugekommen. Und zwar einmal Prinzessin Kaguya Band 12. Endlich habe ich da auch mal weitergekauft. Ich habe halt nicht gebraucht, den im Internet gefunden. Und mein Manga-Laden hatte den dann sogar noch. Ich war voll überrascht, weil es ist halt schon ein sehr alter Manga. Man kann auch schwer reinblättern, weil der so hart ist, sag ich mal. Und ja, ich kann da jetzt auch nicht viel drüber zu sagen. Das wäre alles Spoiler. Ich wollte ja eh irgendwann mal vielleicht eine Review dazu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil es auch voll schwer ist eigentlich zu erklären, worum es da geht. Weil vor allen Dingen ab einem gewissen Punkt so eine Wende, sag ich mal, einsetzt im Manga. Und ja, wenn man halt nur das davor erklärt, finde ich, beschreibt es nicht den ganzen Manga, aber man kann ja auch nicht einfach spoilern. Weil ich finde, das ist schon so voll der, oh mein Gott, Moment. Und ja, es ist ja mit 13 Bänden abgebrochen in Deutschland, leider Gottes, aber ich will die trotzdem alle haben, weil ich die Reihe einfach liebe. Und ja, ich will auf jeden Fall noch wissen, was am Ende von diesem Band dann noch angeteasert wurde, sag ich mal. Also da wurde halt sowas gesagt und im nächsten Band wird es dann wahrscheinlich aufgeklärt und ich hoffe, dass es noch weitestgehend aufgeklärt wird, sodass ich dann nicht mit so einem riesigen Cliffhanger für immer leben muss, sag ich mal. Und ja, aber an sich echt eine coole Reihe, die ich eigentlich auch empfehlen kann. Es ist halt abgebrochen, aber ich finde, es lohnt sich trotzdem. Und ja. So, dann habe ich noch von Planet Drifters endlich mal weitergekauft. Band 2. Ich hatte auch Band 3 schon, deswegen konnte ich dann auch bis Band 3 lesen. Und ja, das ist ja vom Zeichner von Hellsing und es gefällt mir auch unglaublich gut. Allein schon vom Artwork sieht man es. Es ist einfach total cool gemacht. Ich guck mal, vielleicht sehe ich irgend so eine Kampfszene, weil ich finde, die sind immer besonders cool gezeichnet. Ja, bei Drifters ging es ja darum, dass verschiedene ja, Persönlichkeiten aus verschiedenen Jahrhunderten, Zeiten halt irgendwie in eine Welt gebracht werden. Und dort müssen sie dann quasi kämpfen gegen, ich weiß nicht mehr, wie sie da genannt wurden. Nicht Unmenschen, aber so irgend sowas un. Ich hab's leider vergessen, wie die sind. Es sind halt so wirklich komische Sachen. So, da ist auch so. Der Anführer von denen ist so ein komischer König. Hier sieht man seinen Arm. Oder war das dem seiner? Ich weiß gerade gar nicht. Aber ja, sie tun sich dann jetzt auch so ein bisschen mit den Kreaturen aus dieser Welt halt zusammen, sag ich mal. Also, was heißt Kreaturen? Mit den Leuten da, den Elfen und Zwergen waren das da, glaube ich. Ja, und da gibt es dann einige coole Kampfszenen und ja, das ist eigentlich auch, was den Manga ausmacht, würde ich sagen. Allerdings weiß man halt auch immer noch nicht so ganz, warum sie jetzt alle dorthin geschickt wurden, also warum sie überhaupt Drifter sind. Die waren ja da vorher in so einem Raum, wo sie quasi zugeteilt wurden oder sowas. Den Raum hat man in dem Band auch nochmal kurz gesehen. Ah, hier hat man eine schöne Kampfszene. Und ja, ich frage mich, ob man noch rauskriegt, was da dahinter steckt. Und ja, ich mag auf jeden Fall den Hauptcharakter, der ist so direkt heraus und ihn hier mag ich auch. Er ist ja Oda Nobunaga. Der ist ja so eine historische Figur. Ich weiß jetzt auch nicht allzu viel darüber, aber ich habe den auch schon in anderen Mangas, wurde der öfter mal erwähnt und ja, ist auf jeden Fall sehr cool und auch sehr lustig, muss ich sagen. Also der Humor von Kota Hirano ist sowieso immer sehr cool. Der kommt immer so voll random um die Ecke und man denkt sich nur so, was ist das? Aber es ist voll lustig. Ja, also auch zu empfehlen. Da ist ja auch schon Band 4 und 5 draußen, glaube ich. Ich muss da mal ein bisschen hinterherkommen.
So, dann habe ich noch was aus Eigenproduktion, könnte man sagen, beziehungsweise Delphinium Prinz müsste der Verlag sein. Und zwar Patina von Nanaya Kiere. Und ja, ich habe ja von ihr schon Hockey Homo und Middle Child Syndrome, genau. ja, und ich will alle Sachen von ihr haben, weil ich einfach ihren Stil total gerne mag. Und ja, jetzt habe ich mir Patina geholt. Band 1 und 2, mehr sind auch noch nicht draußen und es ist noch nicht bekannt, wann es weitergeht. Ja. Ich kann mal gucken. Ne, ich glaube, Hauptseiten waren keine. Ja, also man sieht auf jeden Fall vom Zeichenstil her, dass es noch was Älteres ist, aber es wird dann auch immer besser. Also von den Zeichnungen her, aber ich finde es schon auch am Anfang sehr gut. Und ja, also mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch, weil es ist halt so ein bisschen so eine typische Story, würde ich sagen. Die Hauptcharakterin wird halt in ein Spiel reingezogen und muss dann dort halt drin klarkommen, beziehungsweise will auch am Anfang erstmal zurück in ihre Welt. Und ja, das kennt man ja vom Setting her schon, würde ich sagen. Aber ich finde, das ist sehr gut aufgemacht und es kommt sowieso bei Stories immer drauf an, wie sie erzählt werden. Und ja, ich mag die Hauptcharakterin auch sehr gerne. Normalerweise mag ich es ja nicht so unbedingt, wenn Mädchen die Hauptcharaktere sind, weil die meistens sehr nervig dargestellt werden. Aber genau das hat sie auch im Nachwort geschrieben, dass sie mal ein cooles Mädchen in einem Shonen machen wollte, weil sie eigentlich auch Jungs als Shonen-Hauptcharaktere besser findet. Aber sie wollte es mal so machen und ich finde, es hat sie sehr gut hinbekommen. Und ich mag auch den anderen Hauptcharakter, ihn hier. Und ja, es gibt auch so eine kleine Love-Story zwischen den beiden. Also fängt halt so an, sag ich mal, und das finde ich auch immer ganz witzig und cool. Und ja. Und ja, im zweiten Band taucht dann auch noch er hier auf. Quasi so, jetzt nicht unbedingt als Gegenspieler, aber ja, so als weiterer Protagonist einfach. Und ich finde ihn auch total cool. Und ja, hier hinten kann ich auch noch zeigen, so mit Lebensleisten immer so angezeigt. Das finde ich auch ganz nice gemacht. Und ja, allgemein fand ich den sehr cool und will auch noch die anderen Sachen von ihr, nur ich weiß nicht, ob man da unbedingt noch rankommt. High Angel wird, glaube ich, nicht mehr nachgedruckt, ich weiß nicht. Ich hätte es schon sehr gerne, aber naja. Und ich glaube, sonst hat sie noch Patchwork rausgebracht, aber den gab es auch, glaube ich, noch nicht im Online-Versand-Dings zum Bestellen, weil sonst hätte ich den geholt. Aber naja, mal sehen, vielleicht komme ich mal irgendwo auf eine Convention, wo sie auch ist und ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Kasee. Da erstmal zu den Neuheiten. Und zwar Magi Band 19 mit diesem unglaublich schicken Cover. Und ja, da ist es jetzt ja in der Endphase dieses Krieges, würde ich mal sagen. Und der König oder was auch immer er ist, dieser alte Kerl da. Ich kann mir seinen Namen immer nicht merken. Sowieso die Namen in Magi, da bin ich verloren. ja, hat jetzt etwas getan, was nicht so cool war. Ich kann seine Beweggründe total verstehen, aber ich finde, er ist einfach zu weit gegangen und hat eigentlich das gemacht, was er den anderen immer anschuldigt. Und ja, man sieht, nichts Gutes passiert hier. Aber daher gibt es auch viele geile Kämpfe in diesem Band. Und ja. Dings Alibaba, genau, taucht auch wieder auf. Und ja, die Sache mit Titus wird quasi auch geklärt oder wie man es nennen könnte. Und ja, also der Band war wieder total cool und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann kam auch raus Tokyo Ghoul Band 11 mit diesem auch total coolen Cover. Und ja, das Cover sagt eigentlich auch schon, worum es quasi geht. Ken rastet halt jetzt komplett aus. Und ja, da gibt es dann einen ziemlich epischen Kampf gegen Amon. Die Namen immer. Ja, und ich muss auch nochmal reinblättern. Ah, genau. Es wird die Vergangenheit von diesen beiden Schwestern hier näher beleuchtet, die auch mit Yuzu zusammenhängt. Also man erfährt auch so ein bisschen seine Vergangenheit, was ich sehr interessant finde. Ich hoffe, man erfährt darüber noch ein bisschen mehr, weil ich mag ihn einfach total gerne. Er ist so ein richtig cooler, verrückter Typ, bei dem man nie weiß, was jetzt eigentlich mit dem los ist. Und ja. Außerdem gibt es dann hier später noch so was, wo die zu so einer Autogrammstunde gehen von dieser einen Autorin, die Ken so sehr mag. Und ich denke, mit der kommt da auch noch was, die
hat auch noch was zu verbergen oder keine Ahnung. Ich vermute so ein bisschen, dass sie vielleicht ein Ghoul sein könnte, ich weiß nicht. Aber naja. Ja, so viel eigentlich dazu. Und ja, der Band war auch wieder sehr cool. Es geht ja jetzt auch schon so langsam auf Ende zu. So, dann kam auch noch raus Friends and Lovers, der nächste Band von dieser Five Shades of Pink-Reihe. Ist jetzt der vorletzte. Der nächste kommt ja schon dann nächsten Monat. Und ja, der ist jetzt auch von der gleichen Mangaka wieder gewesen wie der letzte Band. Und ich finde, vom Stil her sind die auch relativ gleich. Ja, also die Story ist schon ein bisschen weniger vorhanden, sag ich mal. Kann auch die Farbseite zeigen. Ja, es ist halt einfach so, dass es immer auf das eine hinausläuft. Aber ich finde es trotzdem ganz cool gemacht und ja, ich sollte da vielleicht nicht reinblättern. Am meisten mochte ich dieses zweite Pärchen hier. Kleinen Moment, bis ich die mal gefunden habe. Ja, hier halt dieser Typ hier musste sich ja als seine Schwester, Zwillingsschwester verkleiden und ist dann in die Schule gegangen und dann traf er halt auf diesen Lehrer da. Und ich mag ja eh Lehrer-Schüler-Geschichten irgendwie. Viele mögen es nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Nur es ist halt voll unrealistisch. Ich meine, erstens kann sich ein Lehrer nicht einfach so an deinem Schüler, Schülerin, was auch immer, wobei er ist ja gar nicht auf der Schule vergreifen, aber trotzdem. Ja, sowieso, jede Situation endet einfach mit solchen Sachen und man ist so, oh, okay. Aber naja, sowas kann man ja auch mal lesen. Ja, allerdings die letzte Geschichte, die fand ich dann einfach nur noch, oh mein Gott, was zum Geier. Moment, wo kann ich hier was zeigen? Hier. Es war doch ernsthaft so eine Tentakel-Story. Wo ich ja sagen muss, an sich fände ich das ja nicht mal schlimm oder so. Ich sag nur Crimson Spell, da kam sowas auch. Aber die Sache war einfach die, das ist jetzt vielleicht so ein Spoiler oder so, aber ich muss das einfach loswerden. Er hier wurde von diesem Dämon, der da aufgetaucht ist, Inkubus, wie auch immer, halt so irgendwie so verzaubert, wie auch immer, dass er halt quasi gleichzeitig Mann und Frau ist. Und dann hat der mit seinem anderen Kumpel da irgendwie geschlafen und dann wurde der einfach schwanger. Und ich war so, was zum Geier? Es passiert auch voll oft in irgendwelchen Fanfictions und ich mag das einfach überhaupt nicht. Ich finde das einfach, es ist unrealistisch, komisch und keine Ahnung, das funktioniert eigentlich nicht. Das ist, ich finde das nicht gut. Nein, das hat mir nicht gefallen. Ja. Ach, mein Hals wird schon ein bisschen heiser. Ja, mehr war da eigentlich dann noch nicht, weil hier sieht man dann auch diese Kinder und ich bin so, was zum? Es war sowieso nur eine Story, die er halt in einem Manga gelesen hat, aber trotzdem, es war merkwürdig und naja. Aber wie auch immer, ich bin schon gespannt auf den nächsten Band dieser Reihe dann, weil das ist ja dann der letzte und ich bin sehr gespannt, was dann da noch so drin passieren soll. Und ja, auch der Farbschnitt hier noch oben. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan davon, aber wenn es schon gibt, dann will ich den auch überall haben und ja. So, ich hatte eben kurz einen Cut gemacht, ich muss mal was trinken. Und ja, dann hatte ich von Kaze noch etwas außerhalb der Neuheiten gekauft. Und zwar Trau dich, Band 1. Ich hatte ja den zweiten schon mal billig bekommen. Und dann wollte ich jetzt endlich auch den ersten, damit ich es lesen kann. Hier auch noch die Farbseite. Und ja, die Reihe hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist ein total leichter Boys Love, auch gut geeignet für Anfänger, würde ich sagen. Und es war einfach so eine zuckersüße Story. Die Charaktere waren so liebenswert. Und oh mein Gott, es war einfach total toll. Und ja, und eigentlich kann ich es auch nicht leiden, wenn Kinder dann da drin vorkommen, weil, keine Ahnung, die halt meistens recht nervig sind und immer irgendwie stören oder so. Aber seine Tochter war einfach so süß, oh mein Gott, und die war so verständnisvoll und sowas und ah, es war einfach alles toll in diesem Manga. Nur eine Sache fand ich so ein bisschen komisch oder wie soll ich sagen, den ersten Band über sind halt irgendwie fast alle immer krank. Erst ist irgendwie die Tochter krank und dann er und dann der andere und ich so, oh, okay, kriegt euch ein. Aber es war halt relevant für die Story. Naja, und ja, es war einfach nur total süß und toll und ja, hat mir gut gefallen und jetzt habe ich ja auch alle Boys Love, die bei Kaze jetzt bisher erst rausgekommen sind und ja. So, das war's von Kaze. Dann würde ich sagen, als nächstes Tokyopop. Da habe ich erst noch eine Leseprobe von Kagasta. Wollte ich auch mal kurz zeigen. Ja, von der Story her kommt mir das halt total vor wie Black Bullet. Das habe ich zwar nicht, aber ich habe halt den Klappentext gelesen und es ist halt, dass da so eine Krankheit ausbricht, so ein Virus und dann die Leute irgendwie zu solchen Monstern bzw. Insekten werden und
dann da so Leute, die bekämpfen. Und ich fand, das hat sich relativ gleich angehört, aber naja, ich werde im Moment eh keine neuen Reihen anfangen und. Aber der Zeichenstil sieht schon mal ganz nice aus. Ja. Dann habe ich mir ein Einzelband geholt und zwar ein Fremder am Strand. Ich fand einfach, als ich dieses Cover schon in der Preview gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, es sieht voll schön aus, ich muss den haben. Und dann war ich mir noch nicht so ganz sicher, weil Einzelbände, Boys Love, kaufe ich mir nicht unbedingt so oft, weil es immer ein bisschen kurz kommt oder so. Und da hole ich mir lieber rein. Aber ich habe auch gehört, da gibt es eine Fortsetzung von. Ich glaube, ein Fremder im Frühlingswind oder so. Und deswegen dachte ich mir, okay, gucke ich mal rein. Und der hat mir einfach wunderbar gefallen. Einfach erst schon mal das Artwork, weil es spielt auch auf so einer Insel. Und ich finde die Hintergründe immer richtig schön gemacht. So verträumt und generell ist die Stimmung da drin so schön. Die Atmosphäre einfach so ein bisschen melancholisch, aber auch so friedlich irgendwie und so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach voll schön gemacht, so. Man sieht die Hintergründe und die Charaktere waren voll nice und es war so eine schöne Story einfach. Wie gesagt, leicht melancholisch, so ein klein bisschen traurig angehaucht, aber nicht direkt. Und ja, sie hier hat mich ein klitzeklein bisschen gestört, muss ich sagen, aber nicht so mega. Es war okay. Und sie musste ja auftauchen, damit so eine gewisse Wendung da eintreten konnte. Und ja. Aber der Manga war einfach toll und ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung. Also ich kann den echt nur empfehlen. War jetzt auch eher so leichtes Boys Love. So mittel, würde ich sagen. Und ja, war wirklich sehr hübsch. So, dann kam ein quasi halber Abschlussband oder sowas ähnliches raus. Und zwar Magical Girl of the End Band 8. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, irgendwie. Das ist jetzt das Ende von Season 1 und jetzt kommt der nächste Band, ist dann Season 2 irgendwie. Ich verstehe immer nicht, warum man sowas bei Mangas macht, aber wenn sie wollen, okay. Also eigentlich geht es noch weiter, daher ist es jetzt nicht wirklich ein Abschlussband, aber es ist halt eigentlich so ein Höhepunkt an der Story auch, wie man ja am Cover vielleicht auch schon erkennen kann. Übrigens wieder sehr cool mit dem Blut und so. Und hier unten ist einfach alles Blut. Ja, kommt jetzt quasi so die große Enthüllung. Und ja, sonst weiß ich nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Es kam noch eine gewisse neue Superkraft quasi. Ist zustande gekommen, hat man ja am Ende vom letzten Band auch noch gesehen. Und ja, dann gab es da einige Kämpfe und wie gesagt, Enthüllungen und so. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, wo ist er hier? Auf welcher Seite dieser Polizist hier ist. Er hier, dieser Perverse. Wobei es jetzt am Ende schon ein bisschen klar wurde, aber er ist immer sehr komisch einzuschätzen, aber ich mag ihn irgendwie auch. Und dann gab es hier noch so eine Zusatzstory, Magical Girl of the End, Another Beginning. Das ist eigentlich einfach nur nochmal der Anfang aus Sicht von dem Polizistentypen. Da sieht man halt, wo er war, als das alles ausgebrochen ist und so. Und ja, war auch noch ganz interessant so zu sehen. Und ja, hier steht dann ja auch Magical Girl of the End Season 2. Und ja. Bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ist auf jeden Fall wieder ein cooler Band gewesen. So, dann habe ich bei Tokyopop auch noch ein paar Sachen mal endlich weitergekauft, was wo ich schon ewig dran hänge. Und zwar Deadman Wonderland Band 3 und Band 4. Mit den Doppelbänden tue ich mich immer ein bisschen schwer, da weiterzukaufen. Und dann dachte ich mir, so, jetzt muss ich endlich mal ein bisschen weiterkaufen, sonst kriege ich den ja nie fertig. Der ist schon voll lang abgeschlossen. Und ja, zeige ich gleich noch die Farbseiten. Ja, ich habe ja den Anime gesehen und der Anime geht bis zur Hälfte dieses Bandes, also ist Band 3 und also 5 müsste es im Original dann eigentlich sein. Ja, doch. Ja, da hört dann quasi der Anime auf und es geht weiter. Allzu viel kann ich dann da jetzt nicht zu sagen, weil es halt auch Spoiler wäre und ja, aber die Geheimnisse um Shiro lüften sich jetzt so ganz langsam. Und es gab dann noch einen neuen Story-Arc mit den sogenannten Surrogates. Das sind dann, ja, künstlich erschaffene Deadmen. Und generell geht im Gefängnis so eine kleine Revolution in die Wege, durch sie hier auch. Und ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich hoffe, dass ich dann auch bald weiterkaufe und nicht wieder 100 Jahre brauche, bis ich mal ein Band kaufe. Ja. Sind die Farbseiten noch? Allgemein mag ich ja Deadman Wonderland sehr gerne und fand auch schon den Anime total cool. Ich glaube, am Ende waren hier auch noch welche, ja, genau.
Ich glaube, die aus dem letzten Band habe ich jetzt vergessen, die am Ende, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Egal, gucke ich einfach nochmal nach hier. Sie hier mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, ist auf jeden Fall eine echt coole Reihe. So, das war es dann von Tokio Pop. Dann kommen wir zu Egmont. Erstmal zu den Neuheiten. Und zwar Kuroneko, Verwöhn mich, der nächste Einzelband zu der Reihe. Ja, bei den Farbseiten gucke ich mal, wie man die so zeigen kann. Ich decke das hier mal so ein bisschen ab. So, die eine Farbseite mehr kann man davon nicht zeigen. Dann die hier, ist auch sehr schön. Und so, ah, so, die hier. Ja, man merkt, es ist nicht so viel Story da drin, aber immer noch mehr als zum Beispiel bei Friends and Lovers. Also ich finde den Manga einfach total toll, ich weiß nicht. Eigentlich ist es auch so ein Hin und Her die ganze Zeit zwischen den beiden und dann haben sie wieder irgendwelche Probleme und weiß der Geier, aber es ist trotzdem voll schön anzusehen. Ich mag die total gerne und ja, dazu kommt der jetzt noch ein Einzelband, glaube ich, raus und dann eine zweibändige Reihe und dann noch ein Einzelband. So irgendwie hatte ich das in Erinnerung, kann aber auch nicht stimmen. Also es kommen auf jeden Fall noch an die drei, vier Bände oder noch mehr dazu raus, was ich ganz cool finde. Also ich mag die ja, Story-Idee so auch, dass die sich halt so verwandeln können in ja, katzenähnliche Wesen. Er ist ja zum Beispiel ein Leopard oder Gepard, ich bin mir nicht sicher. Ja. Freue ich mich hier schon auf die nächsten. Und dann hatte ich noch mit jemandem getauscht. Hier kann ich auch mal den Brief noch zeigen. So, ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Ist auch noch eine süße Zeichnung. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr gegen was. Ah, doch, ich glaube, Unsichtbare Liebe, genau, Band 1. Gegen Ruinenmärchen. Den wollte ich schon länger haben, weil der ist ja auch von Tsukiji Nao, die ja Adekan gemacht hat. Und ich will auch noch ihren anderen Einzelband Golden Tales. Und ja, erstmal hier eine wunderschöne Farbseite. Und ja, ich liebe ihre Stories einfach und die Artworks sowieso. Es waren ja jetzt Kurzgeschichten und aber auch in Adekan kommen manchmal ja so kleine Stories drin vor, sag ich mal. So ein bisschen jenseits der Hauptstory. Und die fand ich auch schon immer cool. Und hier ist halt eine Kurzgeschichtensammlung. Und ja, ich mochte eigentlich alle. Aber besonders gut hat mir die gefallen. Moment. Hier, die war weiter hinten. Mit dem Mädchen in den Schubladen oder mit der Kommode, das fand ich sehr cool. Ich finde, ihre Storys sind immer so kreativ, so fantasievoll. Ich würde niemals auf sowas kommen. Und so, ja, poetisch könnte man schon fast sagen. Wie auch hier das mit diesem Lehrer, der die Musik sieht. Und das fand ich einfach nur wunderschön. Es sind auch mal so andere Storys, die man jetzt nicht so oft sieht oder gar nicht. Ich suche gerade hier so ein schönes Bild. Genau hier. Das finde ich auch wahnsinnig detailliert einfach. Es ist halt diese Musik, die er sieht und die ist dann halt so dargestellt und das finde ich wunderschön und einfach auch eine tolle Story-Idee. Und die am Ende fand ich auch nochmal schön mit diesem Hutmacher. Da kamen dann auch diese ganzen schönen Hüte vor und ja, einfach total toll. Ihre Sachen sind einfach super und ja, wie gesagt, Golden Tales will ich mir auf jeden Fall noch holen und zu ihr habe ich dann später noch was. Ja, dann, ja, das war's eigentlich auch. Mehr Neuheiten hatte ich auch gar nicht, ich hatte nur Kuroneko, genau. Ja, dann hatte ich noch bei Medimops bestellt und da war auch dabei Mermaid Saga Band 3. Damit habe ich ja die Reihe jetzt abgeschlossen, weil Band 4 hatte ich schon. Allerdings ist der in sehr schlechtem Zustand. Also hier sind so komische Abdrücke, hier ist sowas. Hier, ja, ist hier irgendwie das so ab. Und ganz schlimm, es ist einfach aus dem Leim. Man sieht es jetzt nicht so direkt, aber ich könnte diese Seiten jetzt einfach rausnehmen. Die sind lose da drin. Ich will es jetzt aber nicht machen. Ich habe das so reinbekommen, dass es irgendwie im Regal halt hält und so. Das finde ich sehr schade. Aber ich bin froh, dass ich ihn überhaupt irgendwie gefunden habe. Ich werde ihn vielleicht später nochmal nachkaufen, wenn ich ihn in besserem Zustand finde. Eigentlich ist alles als das besserer Zustand. Deswegen, ja. Aber man konnte es natürlich trotzdem lesen. Ich blätter jetzt auch nur so ein bisschen rein, so. Ja, also ich mag die Story total gerne. Der hat mir sehr gut gefallen. Das Ende war jetzt auch nicht so direkt so ein.
Ende mit so einem Höhepunkt, sag ich mal, oder so. Es ging dann halt einfach, es war dann einfach so Schluss, weil es sind eh eher so Kurzgeschichten über die Hauptcharaktere, sie beide halt, die halt unsterblich sind durch dieses Meerjungfrauenfleisch und da Storys so ein bisschen drumrum und mit anderen Leuten, die mit ja, diversen Sachen von Meerjungfrauen in Berührung kamen und dann irgendwie so teilweise oder ganz unsterblich wurden und sowas da. Und ja, fand ich wirklich sehr cool gemacht. Und ich will ja sowieso alles von Rumiko Takahashi noch haben. Jetzt fehlt mir noch One Pound Gospel, Rumiko De Theater. Das hat auch, glaube ich, nur zwei Bände. Und, ja, nö, ich glaube sonst. Ah, Mazen Ikkoku, genau. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht gucke ich da mal erst in den Anime rein. Und Kyokai no Rinne muss ich mal weiter sammeln. Aber den finde ich ja nur so mäßig gut. Also, okay, aber jetzt nichts so Besonderes, deswegen. Ja. So, dann hatte ich auch noch ein paar Bände von ZE, Band 7 und 9. Die habe ich halt zufällig im Geschäft gesehen und da ich die im Moment eh nicht gebraucht finde, habe ich die halt einfach mal mitgenommen. Ja, ich will die Reihe nämlich so schnell es geht fertig sammeln, weil ich die einfach toll finde. Ich glaube, nee, Farbseiten hat es leider keine. Aber ja, habe ich halt einfach schon mal 7 und 9. Ich habe ja erst mal 1 bis 3 und ja. Dann habe ich hier noch eine komplette Reihe und oh mein Gott, ich fand die so toll. Die ersten beiden Bände habe ich auf eBay gekauft. Ich hatte eigentlich auch den dritten, habe ich auch geboten, aber dann wurde ich um 50 Cent überboten, weil ich verpasst hatte, mein Maximalgebot zu erhöhen, was ich eigentlich noch wollte, weil ich habe die anderen für 1 € nur jeweils bekommen und dann war ich so voll, bei dem anderen 1,50 wurde ich dann überboten. Ich war so, oh Mann, warum habe ich nicht mehr dran gedacht? Und den dritten habe ich dann halt für leider Gottes 9 € noch auf Medimobs gekauft. Aber die sind halt schon vergriffen und ich wollte unbedingt weiterlesen. Ich konnte nicht warten. Da dachte ich mir so, ach, die anderen habe ich so billig bekommen, da kann ich für den ein bisschen mehr ausgeben. Und zwar rede ich von Sakura Gari, Band 1 bis 3 damit abgeschlossen. Und das ist so ein toller Manga, oh mein Gott. Ich kann den wirklich allen Boys Love Fans nur so doll empfehlen. Ich glaube, ich mache auch eine Review dazu, weil ich liebe diesen Manga einfach. Es ist halt nicht so eine typische Boys Love Story. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist auf jeden Fall, ich würde es unter Drama auch einordnen. Es kommt viel Gewalt drin vor, also auch Mord und Vergewaltigung und alles Mögliche. Ist schon echt eine ernste Story und ja, es ist halt so vermischt auch mit Boys Love, aber es ist nicht an sich Boys Love. Die Autorin meinte auch, sie wollte einfach eine, nicht Liebesgeschichte, sondern halt eine Geschichte zwischen zwei Menschen erzählen und fand das Thema Homosexualität dann halt da ganz passend noch mit reinzubringen, aber es war nicht ihr Hauptaugenmerk. Und ja, auch der zeichnet, die ist unglaublich schön. Ich zeige auch gleich mal die Farbseiten. Ja, es hat mir einfach so gut gefallen. Ich weiß nicht, es war einfach total toll. Das Artwork ist so schön. Ich glaube, Yuvatase hat ja auch noch mehr. Hat sie nicht Fushigi Yugi gemacht? Ich weiß nicht, aber den habe ich auch nicht. Also, ich weiß nicht. Aber ich glaube, es ist auch der einzige Boys Love, den sie jetzt gemacht hat. Und ja, es war einfach so eine tolle Story. Wie gesagt, wahrscheinlich mache ich irgendwann eine Review dazu. Ich weiß halt noch nicht, wann. Das kann bei mir immer ein bisschen dauern. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, weil ich den so toll fand. Und ich war eigentlich rundum zufrieden mit diesem Manga. Das Ende, klar, kann man immer ein bisschen was sagen, aber ich fand es eigentlich auch gut. Also hat mich nicht gestört oder so. Und ja. So, die Farbseite ist auch so schön. Die einzige Person, die ich nicht wirklich mochte, war diese Person hier. Ja. Ich weiß nicht so ganz, was die überhaupt wollte, aber naja. Sowieso, es geht halt um so eine Adelsfamilie und der Hauptcharakter, also dieser Junge hier auf Band 1, geht als, ich weiß nicht mehr, wie man das nannte, spielt in so einer älteren Zeit, als eine Art Diener, das hatte so einen Namen, geht er halt zu dieser Familie, um dort zu dienen, halt zu arbeiten. Und dann gerät er halt in allerlei Machenschaften dort hinein, in Intrigen und sowas. Und ja, es ist total spannend und toll. Und ja, ich kann nur davon schwärmen. Ja, so, dann ist es das auch von Egmont gewesen. Und dann kommen wir zu Carlsen. Dann auch der letzte Stapel, aber danach kommt noch ein bisschen was. Und ja, da hätte ich dann Border Band 4 endlich mal weitergekauft. Band 5 hatte ich ja schon und konnte dann lesen. Und ja, Border war natürlich wieder einfach toll. Ich liebe diese Reihe. In den zwei Bänden ging es eigentlich hauptsächlich um die Vergangenheit von ihm hier, Suhu, glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, und Yamato, weil sie gingen ja auch damals zusammen zur Schule und die Geschichten darum wurden halt erzählt, auch um seine Freundin damals und den ersten Partner von Yamato, und ja, war alles sehr spannend und sehr cool, und ich mochte die Charaktere, die dann dort vorkamen, also die neuen dann auch sehr gern. Die kamen dann auch nochmal in der Gegenwart vor, und ja, also war alles ziemlich cool. Und ja, ich hoffe, mit Border geht es dann auch irgendwann mal weiter. Band 5 ist ja jetzt schon länger draußen, aber naja. So, dann zu den Neuheiten. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt zuerst gezeigt habe, aber egal. Ja, kommen wir zuerst zu einer etwas merkwürdigen Neuheit. Und zwar Kiss My Ass. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht kaufen. Ich hatte ihn aber so in der Preview gesehen und dachte mir so, interessant, aber muss ich den jetzt unbedingt haben? Aber dann habe ich im Geschäft gesehen und dachte mir so, ach, der hat nur zwei Bände, nehme ich einfach mal mit. Und ja, einfach das Thema dieses Mangas ist, dass der Hauptcharakter Hämorrhoiden hat. Für manche, die nicht wissen, was das ist, ich sag einfach mal, man blutet aus dem Arsch oder so. Es ist so eine Krankheit mit so komischen. Ich kann das nicht beschreiben, ich bin kein Fachmann, ich bin kein hier Dings, wie heißt das, Proktologe. Ja, es ist wirklich ein sehr komisches Thema für einen Manga, aber es wird auch voll erklärt hier drin, so hier, diese biologischen Zeichnungen sind da, mit einem Hintern einfach, mit einem Hintern, Mann. Also wenn das nicht schon komisch genug ist, ich weiß auch nicht. Es ist halt Comedy und ich finde es eigentlich auch total lustig und so, aber ist halt ein bisschen komisch. Ja, aber es ist wirklich sehr lustig und es gibt so eine Stelle, da muss ich total lachen. Ich glaube, ich finde das jetzt nicht unbedingt. Da hat sie irgendwie über. Also, sie will halt mal Proktologin irgendwie werden und kriegt dann raus, dass er diese Krankheit hat und will ihm dann irgendwie so helfen. Und dann schlägt sie zum Beispiel auch so richtige Ernährung vor und sowas. Und Moment, ich glaube, das kommt dann hier irgendwo. Nee, ich glaube, ich finde es jetzt nicht. Immer wenn man sowas sucht, findet man das nicht. Ja, sie redet halt über Kacke und ich fand das sehr lustig, wie sie das beschrieben hat. Auch mit solchen urkomischen Zeichnungen hier. Ach, genau. Hier. Herr Weichwurst. Ja, es ist wirklich ein bisschen komisch, zu so einem Thema einen Manga zu machen, aber es ist irgendwie auch lustig. Es ist sowas, halt noch nie da gewesen ist und ja. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich finde ihn lustig, aber irgendwie auch komisch und er ist einfach da. Ja. So, dann kam neu raus Attack on Titan Band 12. Ja, oh Gott, zu Attack on Titan brauche ich ja kaum noch was sagen. Attack on Titan ist einfach nur so hammergeil. Es kommen auch immer so viele neue Sachen raus. Also in dem Band ging es hauptsächlich um Jimir und Krista, halt irgendwie so ihre Beziehung zueinander und was halt mit den neuesten Geschehnissen auch aus Band 11 zusammenhängt. Und ja, es ist halt schwer, da jetzt was zu sagen, ohne zu spoilern, weil im letzten Band halt die Identität einiger Titanen enttarnt wurde, könnte man sagen. Und ja, ich weiß immer noch nicht so ganz, warum sie getan haben, was sie getan haben. Und es wurde jetzt auch nicht direkt erklärt. Und ich guck mal, wo ich da reinblättern kann. Vielleicht hier so. Naja, das ist vielleicht ein bisschen spoilerig. Ja, es ist halt ganz schön viel Action in dem Band und ja, einige Leute müssen schwere Entscheidungen treffen und dann sterben natürlich auch wieder sehr viele Leute, klar. Und ja, mit einer Person geschieht auch etwas, wo ich so war, oh mein Gott. Und dann taucht hier auch noch ein alter Bekannter auf, würde ich sagen. Und zwar der Gute hier. Ich denke, er dürfte einigen bekannt vorkommen. Ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen Dingen das Ende war jetzt so, oh mein Gott, was passiert jetzt mit diesen Leuten? Und ja, sehr spannend. Dann kam noch raus Seven Deadly Sins Band 6. Ja, da ging es jetzt mit diesem Kampfturnier weiter, also quasi das Ende davon. Da kam dann auch nochmal ein Kampf mit Diane und ja, dabei wurde auch die Vergangenheit von Meliodas so ein bisschen nicht aufgeklärt, aber es wurde halt so ein bisschen was darüber gesagt. Halt auch nicht wirklich, weil es gibt bei den Seven Deadly Sins irgendwie so eine Regel, dass sie sich nicht in die Sünden von anderen, also auch in ihre Vergangenheit einmischen sollen. Und ja, dann tauchen da natürlich wieder heilige Ritter auf und es gibt einige epische Battles.
ihr. Und auch die Schwester von ihr hier taucht wieder auf. Ich muss sagen, ich mag sie nicht besonders. Ja, sie will sie halt zurückholen, aber ich bin so, die soll endlich mal einsehen, dass nein. Einfach nein. Und ja, da am Ende passiert dann noch etwas sehr Interessantes mit Meliodas. Was genau, kann man aber auch noch nicht sagen. Es hört halt gerade damit auf und anscheinend geht es im nächsten Band dann richtig ab, würde ich sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt. So, dann das letzte noch von Carlsen. Und zwar habe ich ein paar Bände noch von Hikaru no Go. Und zwar 13, 16, 20 und 21. Ja, billig waren die nicht. Aber bevor die noch teurer werden, wollte ich mir die halt holen. Ich glaube, Band 16 hat 8 € gekostet. Das ging noch. Band 20 und 21 habe ich allerdings für 12 € gekauft, weil es war es mir halt echt wert. Und jetzt habe ich geguckt. Band 20 liegt jetzt bei 80 € irgendwo auf Medimops. Und Band 21 bei 50 oder was weiß ich was. Jedenfalls auch ziemlich hoch. Und ich bin froh, dass ich die jetzt noch gekauft habe. Allerdings wäre ich noch froher, wenn ich die anderen davor auch noch geholt hätte. So, ich musste gerade einen Cut machen, weil meine Mutter reinkam. Ja, also da waren halt auch noch ein paar Bände, die ebenfalls 12 € oder so gekostet haben. Und ich war so, ah, ich kann nicht so viele für 12 € kaufen. Es ist ja voll teuer und vielleicht wären die ja noch billiger. Aber jetzt sind die nur noch teurer geworden. Und ich war so, ach, hätte ich sie doch gekauft. Deswegen, nächstes Mal, wenn ich die für einen Preis so um die 15 € sehe, kaufe ich die einfach, weil ja, ist halt voll vergriffen. Und aber die Reihe ist einfach so toll und ich will die endlich komplett haben, damit ich weiterlesen kann, weil ich habe ja jetzt bis Band 16, ja, lesen können und jetzt fehlt mir halt Band 17, um weiterzulesen. Ich habe ja auch Band 18 und Band 17 ist eigentlich noch mit fast am teuersten von denen, die mir halt fehlen und ich bin so, oh Mann. Naja, aber ich hoffe, ich komme da bald dran. So, ja, das war's von den Mangas. Jetzt habe ich da noch bei ein paar anderen Sachen, wie gesagt, ich habe eine Neo-Tokyo-Bestellung gemacht und dabei, ja, einige Artbooks gekauft. Auf Instagram hatte ich die auch schon einzeln vorgestellt, halt immer auch ein paar Bilder aus dem Inneren gepostet, weil die einfach so schön waren, da musste ich das einfach so machen. Ich wollte eh demnächst irgendwann, sobald es halt geht, meine Artbook-Sammlung aufnehmen. Und ja, aber rede ich nicht so lange rum, fange ich einfach an. Ja, da hätte ich als erstes das Artbook zu ZE, Iroh no Hon, ZE Colorworks halt. Und ja, es ist einfach wunderschön. Ich blätter halt auch einfach jetzt mal ein bisschen rein. Da am Anfang war irgendwie noch so ein komischer Zettel, ich weiß nicht so ganz, ich kann es nicht lesen. Ja, nicht rausfallen. Und ein Ausklappposter ist da halt auch am Anfang mit den Hauptcharakteren. Ja, hier so halt drin. Und ja, ich blätter einfach mal so ein bisschen rein, soweit man es halt sehen kann. Es sind echt wunderschöne Bilder und ja, deswegen will ich den Manga auch fertig sammeln. Dann weiß ich auch, wer die ganzen Leute da sind. Ein paar habe ich ja schon erkannt, aber ja, es ist ein sehr schönes Artbook. Softcover mit Einband und ja, dann habe ich das, ich weiß gar nicht, was genau es ist, Fanbook, Illustration, Works, Dingenskirchen von Bakuman. Es hat auch nur, ach so, das andere hat übrigens 21 gekostet, das hat 15 gekostet. Ja, also es ist eigentlich zu Bakuman, aber da sind auch so voll viele andere Sachen drin. Also hauptsächlich ist hier, ich denke, es geht auch viel um den Manga hier, also den von Crow-Dings-Manga. Ich weiß nicht mehr so genau von diesem einen Charakter. Ah, Eiji, von Eiji, der Manga-Mann. Namen, oh Gott. Ja, aber hier sind meistens so, ja, dieses hier, Charakterskizzen und sowas drin. Und zwischendrin halt immer mal so ein paar bunte Sachen. Ich glaube halt echt, es ist dieser Manga, den Eiji zeichnet im Manga. Aber ich kann es auch nicht sagen, weil ich halt kein Japanisch kann. Und ja. Sowas, da ist er halt drin und dann sind halt hier noch Interviews, die ich nicht lesen kann. Und ganz am Ende ist hier noch ein Zusatzmanga, den ich auch nicht lesen kann. Der spielt vor Bakuman. Ich glaube, das ist die Mittelschulzeit von ihm. Gott, die Namen wieder. Peinlich, peinlich. Naja, und es endet halt quasi damit, wo auch Bakuman so circa anfängt, als er halt sieht, wie Moritaka diese Zeichnung von Miho gemacht hat. Und ja. Ich wäre echt froh, wenn das nochmal auf Deutsch rauskommt, weil ich es einfach lesen will. Und, ja, aber trotzdem ganz cool. Und ja, dann hatte ich auch noch. Das hier hatte ich eigentlich nicht bestellt bei Neo Tokyo, aber es ist halt auch ein Artbook, deswegen zeige ich es jetzt auch gleich mit. Und zwar das Charakterbook von Finder.
Das hatte ich im Laden gekauft, weil ich es einfach gesehen habe. Und voll oft, also ich war schon voll oft da und habe immer so gedacht, ja, irgendwann hole ich mir dieses Artbook mit. Und dachte mir so, ich habe noch Geld übrig, jetzt nehme ich das einfach mal mit, sonst brauche ich ja Ewigkeiten. Und ja, sind wirklich sehr schöne Zeichnungen. Aber hauptsächlich, die meisten hat man eigentlich schon gesehen von Covern oder Farbseiten und dann sind halt noch viele in Schwarz-Weiß. Aber es ist trotzdem sehr schön. Und ja, hier sind dann noch so, ist auch noch so ein Zusatzmanga drin. Und ah ja. Und noch so Kommentare und sowas. Und dann das Highlight der Artbook, würde ich sagen. Ja, kommen die zwei Artbooks von Tsukijinao. Habe ich mir gegönnt, weil die sind einfach so schön, oh mein Gott. Und das hier ist auch Hardcover, hätte ich nicht gedacht. Also, ich will die jetzt auch nicht so hier so direkt aufstellen. Ja, dass der Umschlag nicht zerknittert. Ja. Hier ist auch so am Anfang so eine durchsichtige Seite so. Und ja, die Zeichnungen sind einfach wunderschön. Ich denke, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Die sind einfach so toll. Ich habe auch, wie gesagt, sehr viele auf Instagram gepostet, weil die einfach so unglaublich schön sind. Und ja, also das ist das zu Adekan. Und dann habe ich hier noch so dieses, ich sag mal, allgemeine von ihr. Es sind einfach, ja, es heißt Nostalgia Original Illustration Works bei Tsukijinao 2001 bis 2010. Das hier, es war auch ein bisschen teurer. Es hat 29 € gekostet, aber es ist auch echt dick. Also es ist schon fett für ein Artbook. Und da sind halt einfach ihre gesammelten Werke drin, sag ich mal, so Sachen, die sie halt gezeichnet hat. Und die sind so unglaublich detailliert. Es ist einfach krass. Also, das ist so geil. Oh mein Gott, es ist jetzt mein schönstes Artbook überhaupt in meiner Sammlung. Vor allem das hier, oh mein Gott, es sind einfach so viele schöne Bilder. Ich könnte stundenlang einfach dieses Artbook anstarren. Und ja, ich bin einfach nur total begeistert davon. Und ja, ich hätte eigentlich jedes einzelne Bild auf Instagram posten können. So schön sind die, aber natürlich konnte ich nicht so viel posten, beziehungsweise wollte nicht so rumspammen. Hab eh schon voll viele gepostet. Und ja, hier auch sind dann so einzelne Serien, zum Beispiel mit verschiedenen Farben oder mit Früchten. Und ja, es ist einfach schön. Das hier finde ich auch besonders schön mit den Haaren als Wasser, so Wasser als Haare. Total hübsch. Und einfach diese Details, es ist so unglaublich detailliert. Ja, so. Das war's dann jetzt auch endlich. Hat mal wieder irgendwie voll die Überlänge. Dabei war das gar nicht so viel wie letztes Mal, aber ich hatte zu den Sachen irgendwie viel zu sagen. Und ja, ja, jetzt habe ich aber eigentlich nichts mehr zu sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich wieder ein Update, weil ich halt im Moment, wie gesagt, nicht so Zeit habe wegen Abi. Ich sollte eigentlich auch mehr lernen. Ich lerne noch nicht besonders viel, aber das ist nicht gut. Naja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!